Die schnellsten und schlauesten im Ersten, die sind auch heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen zur neuen Woche bei Gefragt, Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen hier zum Start. Alle der Meinung, die Elite schlagen zu können. Und ich bin sehr gespannt, wer heute Abend hergekommen ist. Ich heiße Gordon Sander, ich komme aus Berlin. Und meine Stärken sind Versicherung und Fernreisen. Heute aber freue ich mich einfach, hier zu sein. Mein Name ist Sarah Donaldson, ich komme aus Wuppertal. Und wenn ich nicht beim Lesen entspanne, spiele ich gern Fußball. Mein Name ist Bernd Müller, ich bin Programmierer in Erlangen. Und als leidenschaftlicher Pubquizzer freue ich mich sehr auf ein Duell gegen den Jäger. Mein Name ist Virginia Svinzanti. Ich bin wie Herr Bommes aus Kiel und mein Freund sieht dem Herr Hobiger ähnlich, wenn das keine guten Vorzeichen sind. Ja, eins davon ist ein sehr gutes auf jeden Fall. Virginia, Bernd, Sarah und Gordon, herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr da seid. Ihr wisst, wie es funktioniert. Kommt nacheinander zu mir für die Schnellraterunde, um dann jeweils gegen Jägerin oder Jäger ins Duell zu gehen. Eins gegen eins kann euch keiner ersparen, aber dafür seid ihr ja auch da. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss heim. Und beginnen wird heute Gordon. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Ich hoffe, dass ihr mit Vorfreude hergekommen seid und auch mit viel Wissen. Definitiv. Hast du dich vorbereitet nochmal? Ja, mal so nebenbei ein bisschen gequizt, ein bisschen Doku geguckt und informiert so über das tagesaktuelle Geschehen. Ja, das ist schade, schon mal nichts. Bernd, du sagtest, du bist ja auch Kneipenquizzer, ne? Ja. Ja. Ja, das sind unsere ja auch fast alle. Ja, ich weiß. Los. Da gehen die großen Karrieren los. So. Dann können wir auch direkt starten, oder? Du bist aus Berlin gekommen? Genau. Ja? Mal sehen, ob Herr Klussmann heute kommt, unser Berliner. Wir werden es gleich erfahren. Erstmal für dich 60 Sekunden. Ich drücke die Daumen. Zeit startet jetzt. Welches Gefäß steckt im Wort Stopfen? Top. 2022 erschien mit Unlimited Love das bereits 12. Studioalbum der Red Hot. Chili Peppers. Das Zitat, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder, stammt aus welchem Werk von Goethe? Weiter. Faust. In welchem Bundesland ermitteln Vincent Ross und Adam Ratzek in der ARD-Reihe Polizeiruf? NRW. Brandenburg. Wer trat mit 78 Jahren zum ersten Mal sein Amt als US-Präsident an? Ronald Reagan. Nee, beiden. In welcher urolympischen Disziplin holten 21 in Tokio Frank Stäbler und Dennis Kudler jeweils Bronze? Weiter. Im Ringen. Welche Farbe hat die Hochzeit redensartig am Tag der Eheschließung? Weiß. Grün. Im Kreuzworträtsel sind Lizenz und Konzession Antworten zum Suchbegriff behördliche? Weiter. Genehmigung. Living in America war in mehreren Ländern ein Top-10-Song, welches legendären Soul-Musikers? Weiter. James Brown. Wer soll uns laut Vater unser nicht in Versuchung führen? Der Teufel. Gott, in welchem Jahrhundert beendete der ewige Landfriede das Federecht des Rittertums? Blutfeder. Im 15. Jahrhundert. Wer raubt in einem Kinder... 1000 Euro, alles in Ordnung. Ach, schlecht. Ach komm, der Schlimmste ist überstanden. Ja. Aber ich muss über das Vaterunser noch mal ganz neu nachdenken. Tut mir leid. Glaube ich. Nein, da, ihr braucht mir überhaupt nichts leid zu tun, um Gottes Willen. Das ist aber ja auch als Erster immer eine knifflige Situation. Ich finde, du hast sie gut gemeistert. Und jetzt kommt ein Jäger oder unsere Jägerin. Bin gespannt. Wer? Habt ihr Wünsche? Hobiger. Ja? Kuh Hobiger. Herrn Hobiger, ja, okay. Dein Freund freut sich so aus. Ja, das ist stark. Hobiger. Sebastian Jakobi hätte ich gern. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Auch Herrn Hobiger? Ja. Ich hätte erstmal im Angebot für euch hinter der Bühne den Quizgott Sebastian Jakobi, oft auch gewünscht von unseren Kandidaten wie von Sarah. Wenn man seine Erfolgsbilanz sieht, ist es eigentlich unbegreiflich. Oder der Besserwisser Sebastian Klussmann. In den sozialen Medien ist er ja so ein bisschen wie Kim Kardashian unter den Quizern. Ich finde, er sieht allerdings doch besser aus. Oder Klaus Otto Nagorsek, der Bibliothekar. Er sieht für sein Alter, muss ich mal zugeben, ja wirklich toll aus. Wie alt ist er eigentlich? Das fragt man sich hier seit 10 Jahren. Das sind die drei. Hier kommt der Jäger. Guten Abend, Herr Klussmann. Schön, Sie zu sehen. Da haben Sie... Das ist ja stark. Sie erinnern sich doch, oder? Ach, ist das die... Ist das, was war das? Das Spinnentier des Jahres? Ja, erste Quizfrage. Das Spinnentier des Jahres. Trommelwolf. Oh. Ein Trommelwolf ist das. Trommelwolf. Der Name geht übrigens auf das Balzverhalten. Trommelwolf oder auch, wenn man, um mit der geschätzten Gisa Flake bei 60.000 Euro hier zu sprechen, der Traumawolf, das Spinnentier des Jahres. Sie wird es nie vergessen, damit ist sie ja raus. Ach, haben Sie sich sofort eins anfertigen lassen, ja? Ja, aber das ist... Ist es mir wert. Na bitte. So, dann spielen wir aber jetzt mal wieder hier Tagesgeschäft. 1000 Euro. Gordon ist da aus Berlin. Und was machen Sie für Angebote? Ein schönes Angebot.
für die Berliner. 10 Euro. Oh, kommt man mit weit. Für keinen Fall. Da kommt man also durch. Bernd, jetzt mal hier Sinn euch dran, ja? Kommt man durch ganz Deutschland. Kommt man durch ganz Deutschland mit und hat noch einen Euro über. So ist es. Was bieten Sie denn oben? Ist noch Geld da, ja, vom Wochenende? Klar. 12.000. 12, okay. Gut, was machen wir? Gehst du hoch direkt oder bleibst du denn? Ich glaube, ich bleibe erstmal sicher. Ich nehme die 1.000. Ja, so, ich dachte schon. Gut. 1.000 Euro. Dann starten wir so. Erstes Duell der neuen Woche. Ich drücke die Daumen. Jagd beginnt. Es geht wieder los mit dieser Frage. Am letzten Sonntag im Oktober endet in Deutschland bislang Jahr für Jahr A. Die Sommerzeit, ein Schuljahr oder der Herbst? Was hast du genommen? Die Sommerzeit. Ja, was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Erster Schritt für Gordon. Das ist doch gut. Jetzt kommst du hier runter. Was sagt der Jäger? Auch die Sommerzeit. Und ewig die Frage, wird vor oder zurückgestellt? Zurück, ne? Gartenmöbel wieder rein ins Haus. So ist doch genau, so, ne? Ja, genau. Was kommt als nächstes? Welches Tier, oh Gott, keine Spinne bitte, kam 2019 aus einem argentinischen Zoo frei, weil ihm die Rechte einer nichtmenschlichen Person zugesprochen wurden? A. War das der Delfin Heidi, Orang-Utan Sandra oder Elefant Walter? Interessante Frage. Jura, erstes Semester. Wen hast du denn genommen? Ich habe mich für B, Orang-Utan Sandra, entschieden, weil ich davon ausgegangen bin, dass ein Orang-Utan ja, auch wenn er nicht menschlich ist, den Menschen am nächsten kommt von den drei Tieren. Okay, das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die logisch erscheint. Was ist die richtige Antwort? Ja, sehr gut. Prima. Und was sagt der Jäger? Auch, ne? So ist es. Ja, oder? Ja, habe ich nicht hinzuzufügen. Gut. Ja, weiter geht's. Erdacht, oh Gott. Im Gleichschritt. Passt doch bislang alles. Wovon muss man Gordon nur wenige Gramm essen, um den Tagesbedarf an Jod zu decken? Meeresalgen, Preiselbeeren oder Haferflocken? Denk an die Zeit. Ich hab doch gedrückt. Aber zu spät, leider. 5 Sekunden immer. Was hättest du denn genommen? Ich hätte mich für A, die Meereseigen, entschieden. Ist das denn richtig? Ja, wäre der Schritt gewesen. Was sagt der Jäger? Alles immer am Frühstück bei Kai Pflaume, sehe ich immer morgens bei Instagram. Wer frühstückt das? Kai Pflaume. Meeresalgen? Ja, ist da immer alles drin. Alles von den dreien. Mhm. Meereseigen, Preiselbeeren im Porridge, oder? Ja. Interessante Mischung. Na dann, es geht weiter mit der nächsten. Denk an die Zeit, falls er zuerst drückt. In welchem Land ist der Triglav mit 2864 Metern der höchste Berg? In Polen, Montenegro oder in Slowenien? So, jetzt locker rechtzeitig. Was hast du genommen, Gordon? Ich habe mich für C, Slowenien, entschieden, da ich davon ausgehe, dass es ein Alpenberg ist. Ah, was ist richtig? C, Slowenien. Super, guck mal. Wenn du in der richtigen Zeit drückst, ist alles immer richtig. Mach ja, dir keine Sorgen. So kommst du durch. Was sagt der Jäger? Sagt er auch? Findet sich sogar auf der Flagge Sloweniens. Der Triglav? Ja. 3 Gipfelberg. Welche sind die anderen beiden? Die anderen Gipfel. Die anderen Gipfel. Die haben alle einzelne Namen. Aber ich war froh, dass da nicht noch Slowakei stand. 2 brauchst du noch, Gordon. Jetzt bitte auf die Matchballstufe. Für herausragende Leistungen in welchem Bereich kann man den Ripper Award gewinnen? In der A. Kriminalliteratur, B. in der Industriespionage oder C. bei der Holzfällermeisterschaft? Tja, kann man 2 ganz gut dazu gebaut. 1 ist richtig. Was nimmst du? A. Kriminalliteratur. Wegen Jack the Ripper, oder? Ja, klingt am ehesten nach einem Mörder. Aber den gab es doch. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen A. Und bekommen A. Sehr gut. Und damit bleibst du fehlerlos hier. Ich möchte es nochmal herausstellen, denn auch deine meereseigene Antwort war ja richtig. Was sagt der Jäger? Okay. Und jetzt
Jetzt hast du 2 Matchbälle gewonnen und gehst dann hoffentlich mit 1.000 Euro ins Finale. Als Staatsoberhäupter fungieren in San Marino 2 sogenannte Regierende A, Direktoren, Prinzen oder Kapitäne. San Marino, was nimmst du? Ich habe mich für B, Prinzen entschieden. 2 regierende Prinzen. Was ist die richtige Antwort? Kapitäne, was sagt der Jäger? Nicht nur wir haben unseren Kapitän. San Marino. Übrigens auch einige sehr junge. Ich glaube, das jüngste Staatsoberhaupt mit 29 einmal in San Marino. In San Marino? Einer der beiden. Aber die haben nicht so lange Amtszeiten. Okay. So, jetzt ist hier Herausforderung Deluxe. Und du machst einfach richtig, okay? Die Flagge welches Landes hat mit 12 verschiedenen Farben 3 mehr als jede andere Landesflagge? A. Die Flagge der Republik Moldau, die Flagge von Belize oder die Flagge von C. Äquatorialguinea. Auf Deutsch, welche Flagge hat die meisten Farben auf der Welt? 12. Offensichtlich, ne? Wow. Was hast du genommen? Ich habe mich jetzt für B, Belize, tatsächlich entschieden. Ich wusste, dass es nicht Republik Moldau ist, weil das ja quasi wie die rumänische Flagge ist. Aber bei Äquatorialguinea und Belize habe ich ein bisschen geschwankt, weil ich glaube, ich habe mir irgendwo aufgeschnappt, dass es in Belize sein könnte. Sind denn alle 3 so farbenfroh, Herr Klussmann, dass es da schwierig ist? Oder geht eine da raus, weil sie... Gorn hat vollkommen recht, was Moldau betrifft. Die haben tatsächlich noch ein kleines Wappen drauf. Aber es ist die Frage, ob Belize oder Äquatorialguinea. Okay, also Moldau ist raus, ja? Ja, definitiv. Das wäre dann nur was? Blau und Gelb und Rot? Rot, ja. Etwas im Zentrum. Ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein Wappen drauf hat oder wie liest auch Personen. Weil da natürlich auch viele Farben. Da so, ja, wirklich ein kleiner Tupfer alles klar drauf ist. So, also B wie Belize, bitte. 3-mal B. Ja, Finale! Super, ja, Sarah, weiter geht's. Sarah, erleichterter Applaus nochmal für Gordon, den wir hier durchgekriegt haben, ja, oder? Spannend hat er es gemacht nochmal. Definitiv, aber ja, hat es ja souverän gemeistert, hat die Messlatte hochgelegt, jetzt will ich nachziehen. Ja, jetzt springst du auch drüber, dann, ja, oder? Gerne, aber wir sagen Sarah und nicht Sarah, genau, ja? Trotz des, was ist der amerikanische Nachname? Ist oder wohl ein Schotte auch irgendwo in der Verwandtschaft aufgetaucht. Okay. Son ist ja, ja, also mein Vater ist Jamaikaner, ist aber in England aufgewachsen, wir haben Familie überall im englischsprachigen Ausland. Also, ja, also wärst auch auf jeden Fall als 400-Meter-Sprinterin sonst durchgegangen, so Sarah Donaldson, bestimmt mal Olympiasiegerin. Als alles Mögliche als wäre der Name durchgegangen. Aber wir haben ja eh die Namensendung. Virginia Spinsanti? Ja, genau. Sensationell. Wo kommt das her? Italien. Ja gut, den Nachnamen dachte ich mir, aber auch also, Vornamen. Also ja, meine italienische Urgroßmutter hieß tatsächlich auch Virginia. Super. Also es gibt es im italienischsprachigen Raum als auch im englischsprachigen. Was siehst du, haben wir doch wohle Klänge heute. Jetzt gibt es mir viele richtige Antworten. Darf gerne ein bisschen mehr sein, muss aber nicht. Eine reicht. Ich probiere es. So wie du möchtest. Und deine Zeit, Sarah, viel Glück. Toi, 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 startet jetzt. Zu welcher Jahreszeit feiert man in Australien Weihnachten? Sommer. Welches englische Personalpronomen schreibt man immer groß? I. Eine goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller. Hier 22 für seine Rolle in House of Gucci. Jared? Leto. Von welchem kleinen Mann stammt der Satz, ich werde den Ring nehmen, obwohl ich den Weg nicht weiß? Gandalf. Frodo. Welcher englische Dramatiker schrieb die York-Tetralogie? Weiter. Shakespeare. Die Kulturlandschaft Fertö-Neudli-Siedlersee ist ein grenzübergreifendes UNESCO-Welterbe. In Österreich und welchem Land? Tschechien. Ungarn. Hot Cross Buns sind weiche Brötchen. Aus was für einem Teig? Mochi. Hefe. Welchen Superhelden spielt denn Benedict Cumberbatch in Spider-Man No Way Home in der Nebenrolle? Weiter. Dr. Strange. Wer den Raven Room in Charlottesville besucht, befindet sich im Studentenzimmer welches amerikanischen Schriftstellers? Weiter. Edgar Allan Poe. Welches ehemalige Broses-Mitglied singt den Schlager Willkommen im Club? Ross Anthony. Wie wird zu feinem Pulver zerriebener Grüntee genannt? Matcha. Kann man im Weltraum Geräusche hören? Nein. 2,5 sind es noch geworden. Starker Endspurt war das. Gut, gut gemacht, sehr gut. Ja, aber ich hätte einfach irgendwas rausfeuern sollen, statt weiterzufahren. Und den Sommer, also es sei denn, ich kriege gleich noch Berichtigung, den Sommer geben wir, weil du Frühling hattest du noch nicht ausgesprochen, glaube ich. Sommer war es. Alles in Ordnung. Sommer, neue Jahreszeit. Hast du gut gemacht, hier kommt der Jäger.
Rückkehr zurück. Könnte auch ein Filmtitel sein, oder? Sarah Donaldson haben wir aus Wuppertal. Genau. Kommt Wuppertal. Mit 2.500 Euro auf die Treppe. Was machen Sie draus? Hallo Sarah, erstmal. Tach. 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 Servus. Na, da finden wir uns nicht. 500 Euro. Ja. Und das sah leicht enttäuscht aus. Mehr als 10 vorhin. Ein bisschen mager, ne? Was gibt's denn oben? Mehr, und zwar 20.000. Ui. Das ist eine Steigerung, ja. Um ein paar Prozent. Mach noch einmal. 12 auf 20. Ja. Mitte, oder? Wie du dich fühlst. Ich möchte nicht pokern, ich gehe in die goldene Mitte. Goldene Mitte? Ja. Hoffentlich wird sie golden dann. Ja? 2,5? Ich bin da. Machen wir so? Vorsichtig, ja. Dann kriegen wir dich hoffentlich auch ins Finale jetzt? Ich hoffe es. Ich glaube, ja, mein Bestes geht mehr. Du hast es in der eigenen Hand. Die Jagd beginnt. So, Sarah, erste Frage kommt. Sogenanntes Draculin findet man A. bei Fledermäusen, B. in Knoblauchzehen oder C. im Zahnschmelz. Was hast du genommen? Ich habe im Zahnschmelz genommen, weil ich dachte, Knoblauch, denke ich, hätte man gehört, wenn das da irgendwie drin ist, weil keine Ahnung, es war so. Ich hätte genau einfach Zahnschmelz gedacht, Fledermäuse und Knoblauch ist sehr auf Dracula oder Vampire gemünzt. Was ist die richtige Antwort? Ausschau. Oh, bei Fledermäusen. Na bitte, jetzt stehen wir hier. Was sagt der Jäger? Okay. Das ist ein Enzym, damit das Blut besser schmeckt. Ein Enzym? Hilft bei der Verdauung. Hilft den Fledermäusen bei der Verdauung. Ja. Was kommt als nächstes? Wer war nicht mit einem Song Rehab in den deutschen Charts? A. Rihanna, Amy Winehouse oder Whitney Houston? Oh, das ist böse. Das ist auch ein bisschen gemein. Oder? Wen hast du genommen? Ich habe Rihanna genommen, weil Amy Winehouse kennt man ja davon und ich meine Whitney Houston auch. Die hat ja auch da so eine Geschichte. Deshalb habe ich Rihanna ausgeschlossen. Und ich glaube leider, Sarah, dass du da, und das ist nachvollziehbar, aber in eine Falle getappt bist. Also ich meine, Whitney Houston hat mir einen Song Rehab. Ich war großer Fan. Ich auch. Und deswegen hat, glaube ich, der Jäger auch gerade, ob des Zynismus in der Frage gelacht, weil sie natürlich erhebliche Probleme hatte. Was ist die richtige Antwort? Ja. I will not always love you anymore, Herr Klussmann, jetzt. Was sagt der Jäger? How will I know? Ja. So, I want to dance with somebody. Und am liebsten mit Sarah jetzt die Treppe runter. Komm, ab jetzt richtige Antworten, okay? Sonst geht's schief. Möchte das Kind Clam Diggers kaufen? So sucht man im Kaufhaus am besten welche Abteilung auf. Die für Spielzeug, für Bekleidung oder für Süßigkeiten. Es Hülfe könnte man Clam Diggers. Was sind Clam Diggers? Hast du schon mal je gehört? Ich weiß es nicht. Es hat mich irgendwie an Knickerbockers erinnert oder irgendwie sowas. Deshalb habe ich jetzt Klamotten. Ja, aber Kleidung. Lag wahrscheinlich wieder. So, wir brauchen jetzt Bekleidung. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Schumme Junge. Was sagt der Jäger? Oh, sehr gut, Sarah. Weiter jetzt mit richtigen Antworten, bitte. Die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks kennt man aus dem Matheunterricht als... Oh, ich dachte, es kommt Rechtschreibung, aber es ist sogar Aussprache. Hypertenuse, Hypotenuse oder Hypotenose. Das ist... Hyper. Ja, das ist easy. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Die Hypotenuse, ne? Ja. Das andere ist es nicht. Gut. Ist ja noch nicht so lange her bei mir. Wie lange? Wann hast du Abi gemacht? 2019. Uff, ach, tatsächlich? Ah ja, das. Dann weiß man noch die Hypotenuse. So, Hypotenuse B nehmen wir und gutieren wir als nächsten Schritt für dich, Sarah. Tipptopp. Hat der Jäger aber sicherlich auch. Und damit spürbar. 1-1 hier weiter, ohne Patzer. In welchem Land ist Sporttauchen erst seit 2006 erlaubt und mit vielen Einschränkungen verbunden? Im Jemen, Dänemark oder in Griechenland? Ich meine, ich habe das irgendwo gehört oder gelesen. Na, sag erstmal, was hast du genommen? Ich habe
Jemen genommen, aber kann sein, dass ich da wieder in eine Falle getappt bin. Was ist die richtige Antwort? Ja, shit. Mann. Dann befürchte ich, Sarah. Das war's. Das war's. Was sagt der Jäger? Schade. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Grüße nach Wuppertal und Feuer mehr. Bitte gemeinsam. So, Bernd, schade, Mensch, um Sarah. Ja, die war so nett. Hätten wir gut gebrauchen können im Finale. Auch. Die ersten beiden waren gleich irgendwie. Aber auch nicht ohne. Knifflig? Nee, das ist es natürlich ja. Hier. Du bist mal gefragt gejagt. Ja, leider. Für mal eben so kannst du warten. Deswegen ist das Format so erfolgreich. Ja, möglicherweise. Also denke ich auch. Ich denke, es liegt natürlich an der Faszination oben. Aber das ist ja das, was wir nicht müde werden zu betonen. Es ist ja schön, hier wirkliches Wissen zu vermitteln und vor allem die Freude am Wissen. Ne? Also jawohl. Da steht Herr Klussmann ja auch für, dass er immer Tipps gibt, was dazu. Wie man sich das auch anlernen kann. Das ist ja schon doll so. Aber ich schätze dich auch sehr klug ein. So. Sonst wärst du nicht hier. Und jetzt machst du bitte eine Top-Schnellrate-Runde. Ja? 60 Sekunden und deine Zeit startet jetzt. Was ist mit etwa 8 Meter Länge das größte innere Organ des Menschen? Die Haut. Der Darm. Welcher Vokal steht auf der Querztastatur neben dem S? Meine. Ah, in welchem Jahrhundert erklärten die 13 amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit von der englischen Krone? 18. Ist die chinesische Mauer oder das Great Barrier Reef länger? Chinesische Mauer. Ja, welcher deutsche Golfer gewann 2021 bereits zum 6. Mal die US-Champions-Tour der Senioren? Heimer. Langer. Welche südeuropäische Hauptstadt liegt in der Region Attika? Athen. Das Leben schwingt gleich einem Pendel hin und her zwischen dem Schmerz und der Langeweile, meinte Arthur? Zuckmauer. Wie viele Zehen hat ein Dromedar insgesamt? 4. Ach, welcher Nationalpark in Bayern erhielt 2021 Europas wichtigstes Naturschutzgütesiegel? Bayerischer Wald. Wie nennt man die Ursprungszellen aller mehrzelligen Lebewesen? Stammzellen. Welche Insel vor der Mündung des St. Lorenz-Stroms wurde um 1000 nach Christus durch die Wikinger besiedelt? Weiter. Neufundland. Das Motto für welche... 3000. Gut, das ist die beste Runde des Abends schon mal. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Habe ich mir als Ziel gesetzt, 3000. Ziel erreicht? Ziel erreicht, ich hoffe, das sagen wir gleich wieder, wenn du ins Finale gehst. Hier kommt der Jäger. Klussmann, Runde 3, das mit Sarah nehmen wir in relativ übel, müssen wir sagen. Aber ist ja ihr Job, ne? So ist es. Jetzt ist Bernd da. Hallo Bernd. Sebastian. 3000 Euro, Herr Klussmann, ist die Highscore-Runde des Abends. Ja. Und wir haben ja gehört, der Teufel führt uns in Versuchung. Nicht der Herr. Was machen Sie draus? Ja, Bernd, das Pappquiz ist gefährlich. Ja. 3 Euro. Oh. Für ein T-Shirt. Das nehme ich nicht. Für ein T-Shirt? Für das T-Shirt. Schön, schön bartig. Entschuldigen Sie, Herr Klussmann, ganz kurz mal mit diesem Glashaus und so weiter. Sie mokieren sich nicht über Kleidung anderer, oder? Das mache ich seit Jahren über Ihre. Gut. Gut, diese eine Jacke da. Da war meine bekleckert und dann hat mir Herr Nagorstig schnell ausgeholfen. Das war leider in der ersten Sendung in diesem Jahr. Da habe ich schon lange daneben gegriffen. So, was gibt's denn oben? Dann greifen Sie nach 30.000 Euro. Ich dachte, es war so ein fesches Braun. Ich hab's gesagt. 30.000 Euro. Boah, ich bleib bei 3.000. Tatsächlich? Ja. Wir haben abgesprochen, dass wir Virginia dann noch reinschicken. Dann kommt aber Frau Spinsanti gleich, oder? Ja. Also, Leute, wirklich? Ja. Schlägst du aus? 3.000. Na gut, dann spielen wir um 3.000 Euro. T-Shirt gegen T-Shirt. Und die Jagd beginnt. So, auf geht's jetzt, Bernd. Das Gemälde Der Ursprung der Welt von Gustave Courbet aus dem Jahr 1866 gilt als äußerst A. anstößig, bibeltreu oder rätselhaft. Was hast du genommen? C. rätselhaft. Kommt drauf an, wie man es interpretiert. Ja. Ich glaube, es ist eine sich sehr räkelnde Dame auf einem Bett. Ja, also man sieht nur Teile der Dame. So. Was ist die richtige Antwort? Vielleicht ist das das Rätsel, aber ja, man kann sich die anderen Teile denken. Was sagt der Jäger? Ja. Findet sich im Musée d'Orsay in Paris sehr versteckt, so aus Jugendschutzgründen. Ja, es geht weiter, Bernd, jetzt bitte mit richtigen Antworten. Fragt man in Bingen die Einheimischen nach den hiesigen Flüssen, bekommt
Mann, welche Antwort? A. Nahe Rhein. B. In Donau. C. Aller Leine. Du musst noch einmal bitte. Du musst noch mal drücken. Was hast du genommen? Ich hörte. A. Nahe Rhein. Was ist die richtige Antwort? Nahe Rhein. Sehr gut. Oh, haben wir es heute aber hier mit dem Drücken. Du immer warten, ja, bis ich fertig bin. Ja. Das genieße ich seit 10 Jahren, dass endlich mal jemand zuhören muss, bis ich fertig bin. Außer im Finale. Und was sagt der Jäger? Heißt ja auch so. Bin am Hochrhein. Oder am Hochrhein. So, es kommt die nächste Frage. Wie heißt eine Spielrunde beim Curling? A. Start. B. Mittel. C. End. Der Quizgott guckt zu. Der Quizgott, Herr Jacobi, guckt zu. So wunderbar erklärt im Fernsehen. Und er guckt kritisch. Und er hat es erklärt bei den Olympischen Spielen morgens, als Deutschland zum Glück noch schlief. Was, C. Was hast du genommen? Ich habe C. End genommen. Hast du es mal gehört? Irgendwie so ganz hinten. Ja. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, Bernd. Du bist weiter im Spiel und zwar sicher. Aber wir kriegen keinen Jägerpanzer, glaube ich. Das kann er sich im Jägerteam nicht erlauben. Habe ich mir im Juni noch erlaubt. War eine Frage bei den Quiz-Weltmeisterschaften und ich habe sie leider offen gelassen. Zum Curling? Ja, oder? Ich konnte sie leider nicht beantworten. So, 3 brauchst du noch, Bernd. Es geht weiter. Wie heißt Mila Jovovichs Tochter, die als Model erfolgreich ist und in Peter Pan und Wendy ihre erste Hauptrolle spielt? Heißt sie Ever, Clever oder Never? Naja, man kann ja bei diesen Namen immer schwer von sich selbst irgendwie ausgehen, aber was würdest du, wenn du unter den dreien müsstest? Ich habe keine Ahnung. Ich habe A, Ever genommen. Ja, ich überlege gerade, wenn du jetzt hast du eine Tochter? Nein, einen Sohn. Ja gut, den nennt man... Aber Never und Clever, das... Ja, stell mal vor, du nennst die Tochter Never oder Clever. Also da ist Ever schon das... Auf ja, das ist genauso habe ich auch gedacht. Was ist richtig? Ja, sehr gut. Nächster Schritt für dich. Ever Jovovich, was sagt der Jäger? Gewusst never, oder auch so? Never ever werde ich mein Kind so nennen. Aber nee, oder? Nein. Ich glaube, ja. Sie denken gut, Bernd. Ja, vor allem, Sie haben ja kaum noch, wobei, kaum noch Namen über bei Ihren ganzen. Was schenkt Asterix im Band Obelix GmbH und Co. KG seinem Freund Obelix zum Geburtstag? A. Eine Fahrt ans Meer, eine Flasche Zaubertrank oder C. Frische Römer? Jetzt kommt die Quizdoktorfrage. Was hast du genommen? Frische Römer. Ich glaube, mich zu erinnern. Ja, ich habe gelesen, es war schon her, aber ich glaube, es sind frische Römer. Und okay. Da war er sehr gerührt, Herr Obelix. Ja, die Tränchen. Das würde ja passen da, ne? Sind es die frischen Römer? Jawohl, Matchball, Matchbälle. Was sagt der Jäger? Na, ein viel schöneres Geschenk. Der bekommt doch immer keinen Zaubertrank, weil er als Kind doch reingefallen ist. Ja, aber damit mit der frische Römer bekommt mit so einer Tradition mal. Kannst du doch nicht in so einem Band brechen. Das muss ja durch, das wäre ja... Nee, das ist anders geschrieben. Oder? Aber gut. Es geht weiter. Matchbälle für dich jetzt. Welche dieser Raubkatzen hat bezogen auf die Körpergröße die längsten Eckzähne? Verhältnis bitte. Sumatra-Tiger, Schneeleopard oder Nebel-Parda? Das ist die nächste T-Shirt-Idee für Herrn Klussmann. Für wen hast du dich entschieden, Bernd? Ich habe C, Nebel-Parda genommen, weil das kleinste Tier ist von den dreien. Ich habe noch nie von einem Nebel-Parda gehört. Parda? In Asien. Also Tiger und Leoparden sind ja nun nicht sonderlich klein. Ein Parda ist kleiner. Dann nehmen wir das und gehen hoffentlich mit dem Nebelparder ins Finale. Habt ihr super gemacht. Sehr schön, Bernd. So, wird Virginia. So, Virginia, dann wir beide jetzt. Zum Glück ist Bernd durch. Ja. Aber jetzt du, gemacht. Hast du Lust? Ja? Ich habe richtig Lust. Wärst du durchgekommen durch die Runden? Die eine oder andere Frage, da hätte ich schon gehakt, aber... Kielerin hat immer einen Bonus bei mir. Ich würde dir gerne schon 500 Euro zum Start geben. Darf ich leider nicht. Aber jetzt legen wir los. Eine Minute für dich und deine Zeit startet jetzt. Was ist der blau-grünliche Teil von Blauschimmelkäse? Der Schimmel. Ja,
Unter welchem Namen ist die Baleareninsel Ibiza bei uns besser bekannt? Ibiza? Ja, in welchem Jahrzehnt startete erstmals die berühmte Rallye Paris-Dakar? 40er? 70er. Was für ein Tier ist der Titelheld im Zeichentrickfilm-Klassiker Robin Hood von 1973? Fuchs. Welche legendäre Band geht 2022 anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens auf Europa-Tournee? Aha. Rolling Stones. Durch welches Bundesland fließt die Stör? Schleswig-Holstein? Ja. Wie viele O stecken im Wort Trompetensolo? 3. Welche Handtasche wird ihrem englischen Namen nach von ihrer Trägerin umklammert? Klatsch. Letizia Colombani veröffentlichte 2022 den Roman-Bestseller Das Mädchen mit dem? Kopftuch. Drachen. Wer wurde 2013 zum ersten Lateinamerikaner im Amt des Papstes? Franziskus. Neben dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond 3.500. Super. Nochmal gesteigert, ne? Wieder die Beste. Gut. Ich bin froh, dass alle gut zugehört haben. Ich hatte deine Antworten gar nicht verstanden. Du hattest so zartes Stimmchen. Ach so, ja. Aber 7-mal richtig. Ist doch weißt du nicht, wie laut ich schreien soll, oder? Du kannst dich hemmungslos ganz austoben. Ganz italienisch. Forte. Forte, ganz forte. Genau. Hier kommt der Jäger. Forte, forte. Schlussmann, letzte Runde im 1 gegen 1. Virginia ist da aus Kiel. Guten Abend, Virginia. Hallo. Bitte Sie, das in den Angeboten zu berücksichtigen. Das muss ich sagen. Seien Sie fair. Gerne. Seien Sie immer freundlich. Fair. Seien Sie zuvorkommend. 3.500 Euro ist die Spielmasse. Stark. Ja, war eine sehr gute Runde. Leise, aber gut. Und sehr konzentriert. Ja, so sind die Kieler. Trommelwolf. Ich hätte dort gerne unten 1.000 Euro stehen, aber vergessen Sie das Minus nicht. Oh. Sie lächeln trotzdem so schön. Ja, ich glaube, es ist eher ein... sei barmherzig. Ja. Ja, ein christlicher unterwegs. Denn er weiß ich nicht, mag die Spinnenarten. Er findet sich auch noch. Ja. Ich verzehnfache. 35.000. Ja. Das war ein Angebot. Das ist ein Angebot. Das nehme ich. Na bitte. Machen wir so. Ja. 6 Richtige jetzt bitte ins Glück und die Jagd beginnt. Auf geht's, Virginia. Frage 1 kommt. Wie alt wird ein Masthähnchen im Schnitt? Ich fragte mich es oft. A. 5 Wochen. B. 3 Monate. C. 1 Jahr. Tja. Was hast du genommen? Geraten. B. 3 Monate. Goldene Mitte. B, goldene 3 Monate. Mitte. Nee, 5 Wochen. Was sagt der Jäger? Ich werde jetzt Vegetarier. Da ist er, macht nichts. Weiter geht's, ohne Patzer, den braucht auch keiner hier. Wer gründete 1981 mit ihrem Mann eine Stiftung zur Erforschung der Naturheilkunde? A. Christina Rau, B. Veronika Carstens oder C. Mildred Scheel? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe B. Veronika Carstens genommen. Die Frau von Kai Carstens. Wann war dessen Amtszeit, Herr Klaus? Das würde passen. Und er ist viel gewandert. Und die anderen Frauen haben jeweils etwas anderes noch gegründet. Naja, Carstens liegt ja in der Mitte. Ne? Zwischen, also was hier die Zeit angeht. Ne? Scheel früher, Rau später. Und tatsächlich Bezug zur Natur, wie Sie sagen. Vielleicht könnte man auch über die anderen Stiftungen oder was anderes gegründet, wohl Frau Scheel. Tätigkeiten auch ausschließen. So, was ist die richtige Antwort? Sehr gut. War sie nicht Ärztin, Veronika Carstens? Jetzt, wo Sie es sagen, ja. Okay. Stimmt. Sehr gut. Erster Schritt für dich, Virginia. Was sagt der Jäger? Hat er auch gemacht. Okay, weiter geht's. Im Gleichschritt bitte. Wir brauchen nur noch 5. Der Hit Ma Chérie stammt vom derzeit erfolgreichsten Schweizer Musiker DJ A. D. Desu, Premier oder Antoine. Hast du hundertprozentig auf der Kieler Woche drauf und runter gehört, oder? Ende Gibt's Juni. Alle, oder? Das weiß ich nicht. Ich kenne einen davon. Kenn ich kenne auch einen davon. Und ich weiß, dass ich ebenfalls auf der Kieler Woche, aber schon vor Jahren das Lied... Ja, ich wollte gerade sagen, aktuell. Oh, das ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Und? Ich habe C, DJ Antoine. Ja, was ist die richtige Antwort? Also den gibt's auf jeden Fall. Gut, DJ Antoine. Was sagt der Jäger? Auch tief im Herzen. Da kommen ja sehr viele gute DJs her. DJ Bobo.
DJ Antoine. Großer Fan? Hey, DJ Bobo Abs. Ja. DJ Bobo ist super. Weiter geht's. Zuweilen in Bananenkisten gefunden wird die äußerst giftige brasilianische. Oh, bitte, wir gehen nicht schon wieder mit einer Spinne aus der Sendung, hoffentlich. Ich wusste, Wanderspinne, Kletterspinne oder Schwimmspinne? Wandern, klettern, schwimmen. Ich wusste das. Spinne wäre. Spinne hätte, kommt, aber jetzt gleich. Ich hätte lieber Spinne, Elefant oder Nashorn gehabt. Ja, aber B oder C. Ist das der Taliban? Talimi Banana? Fanta Mango kommt über das Meer. Ich glaube, darüber singt Harry Belafonte. Ist das der Song? Kam Mr. Taliban, Talimi Banana? Taliban bezahlt, aber ich glaube, die Spinne kommt da auch vor. Aber er nutzt nicht den deutschen Namen der Spinne. Was hast du genommen? Ich habe B, die Kletterspinne. Finalrunde, eure Zeit startet jetzt. Welcher Bogen ist ein Erkennungszeichen von Greenpeace? Regenbogen. Welcher Denzel war 2022 zum 9. Mal als Schauspieler für einen Oscar? Washington. Wie hieß der Gründer und erste Herrscher des Osmanischen Reiches? Osman. Wer führte als einziger vor Anke Rehlinger die SPD bei Landtagswahlen im Saarland zur absoluten Mehrheit? Weiter. Das Titellied welcher Kindersendung enthält die Fragewörter wer, wie, was, wieso, weshalb und warum? Sesamstraße. Der Tanz heißt eines der berühmtesten Bilder des Franzosen Henri. Weiter. Für welche Rennen werden typischerweise Alaskan Malamutes eingesetzt? Schlittenrennen. In welchem Bundesland steht das Renaissance-Schloss Wewelsburg? NRW. Welche Tiere nehmen an Olympischen Spielen teil? Pferde. Der Mond Charon umkreist welchen Zwergplaneten? Pluto. In welcher europäischen Hauptstadt verbindet der Paseo dell'Arte drei berühmte Museen? Rom. Die Figur des Alfredo Germont taucht in welcher Verdi-Oper auf? Aida. Welche Hauptstadt heißt in ihrer Landessprache Kopenhagen? Kopenhagen. In welchem Land starb 1883 der Philosoph Karl Marx? England. Die Karawanserei Taschrabat in Kirgistan liegt an welchem einstigen Handelsweg? Seidenstraße. Der Name welcher Großstadt im Nordosten Frankreich endet auf Z? Weiter. Wie heißen die beiden langen Röhren einer Hose? Beine. Den Musiker Christian Emmerich kennt man unter seinem Künstlernamen Blixer. Bargeld. Durch welche deutsche Großstadt fließen Parthe, Pleiße und die Weiße Elster? Leipzig. Welche Fürstin wurde in den 80er Jahren von der Presse Prinzessin TNT genannt? Weiter. 2022 verzichtete welche Politikerin auf den Ehrenvorsitz der CDU? Annegret Kramp-Karrenbauer. Welches südöstliche Nachbarland stellte dreimal den Generalsekretär des Europarats? Österreich. 15 habt ihr gemacht. Angela Merkel hätte ich noch gehabt, die auf den Vorsitz verzichtet hat. Weil der Hund, ja, der Alaska-Hund, in der Frage war, nehmen wir das Schlittenrennen auch noch als richtig und geben euch 16 Punkte. Und das wird hoffentlich jetzt reichen. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, Sie waren gut drauf bislang heute. Jetzt eine 16, das ist schon eine Aufgabe bei den beiden, ne? Stark. Bernd und Gordon sind auch gut drauf. Definitiv. Sind Sie bereit für Ihre 2 Minuten? Ja. Ja, zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Und sie beginnt für Sebastian Klussmann, den Besserwisser. Er braucht 16 richtige Antworten, hat 2 Minuten. Seine Zeit startet jetzt. Welche Taube ist ein Erkennungszeichen von Greenpeace? Finstaube. Welcher Steven war 2022 zum 8. Mal als bester Regisseur für einen Oscar nominiert? Otto der Erste, der maßgeblich die ottonische Dynastie begründete, trug welchen Beinamen?
der Große. Welcher 1988 verstorbene CSU-Politiker sagte, es ist mir egal, Strauß. Wer unter mir Bundeskanzler... Professor Dr. Klaus Brinkmann arbeitete in welcher bekannten Fernsehserie? Schwarzer Klink. Welcher Andy schuf das weltberühmte Kunstwerk Short Sage? Eines der traditionsreichsten Pferderennen überhaupt ist das Kentucky. Derby. In welchem Bundesland liegt mit der Burg Stargard die nördlichste Höhenburg Deutschlands? Mecklenburg-Vorpommern. Auf welcher Position sind die Spieler einer Profifußballmannschaft durchschnittlich am ältesten? Torwart. Wie heißt der hellste Stern des Sternbilds Kleiner Bär? Orion. Stopp die Uhr. Endlich ein Patzer. Bravouröser Lauf. Wir sagen Polarstern. Und ihr sagt es völlig zu Recht. Damit stoppt ihr den Lauf des Jägers. Das war nötig. Er hatte schon 9, ihr stoßt auf 8. Und die Zeit, Herr Klussmann, startet jetzt. In welcher Stadt in NRW findet alle 10 Jahre die internationale Kunstausstellung Skulpturprojekte statt? Münster. In welcher Operette von Emmerich Kallmann tritt Graf Tassilo auf? Passe. Stoppt die Uhr. Weißt du was? Operetten. Auch jetzt die Antwort? Aida. Nee, ja. Gräfin Marisa. Oder Mariza. 57 für 7, Zeit startet jetzt. Eine Zypriotin ist Einwohnerin welches Landes? Zypern. Den Begriff Radioaktivität prägte welche Wissenschaftlerin? Curie. Welcher Inselstaat südlich von Indien ist weltberühmt für seinen Tee? Welche französische Großstadt wird im Deutschen mit SZ geschrieben? SZ? SZ. Scharfem S. Deutschen. Marcel. Stopp die Uhr. Straßburg. Ach, richtig, Straßburg. Sehr gut. Straßburg. Mit Französischen mit S. Sorry, und ich bei uns mit scharfen S. 34 Sekunden, gut Gordon. Für 5, Zeit startet jetzt. Wie heißen die beiden langen Röhren eines Oberhemds? Ärmel. First Rose of Spring heißt das 2020er Album der Country-Legende Willie. Nelson. Welche deutsche Großstadt trägt ein Streumittel im Namen? Köln. Stopp die Uhr. So, holt ihn euch, dann gibt's eine gute Chance. Braucht jetzt die Antwort? Salzgitter? Ja, die kam noch. Ja. Salzgitter. Und jetzt sind es tatsächlich wieder 4, Herr Klumpmann. Köln? Ich musste eine Großstadt nennen. Kommt immer auf Salzgitter. Also ich bitte Sie. Fragen Sie Bernd, wie das geht. So, 18 Sekunden für 4. Die Zeit startet jetzt. Für welche Witwe verließ Aristoteles Onassis, die Opernsängerin? Kennedy. Wer war bis 2000 Ehrenvorsitzender der CDU? Kohl. Welches westliche Nachbarland stellte 3-mal den Generalsekretär des Europarats? Kohl. Stopp die Uhr. Ach, westliches Nachbarland. Ach, ich will sagen. Brauch jetzt die Antwort? Wir sagen Frankreich. Das ist richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Und jetzt sind es wieder 3 in 7. Zeit startet jetzt. Die CDA ist in der CDU eine Vereinigung der christlich-demokratischen... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Bernd und Dorn. Und auch den anderen Teilen. 4.000 Euro fürs Team. Oh, das ging aber... Ich hatte Sie definitiv, Herr Klussmann, auf der Siegerstraße gesehen. Nach 9 in Folge. Aber tja, dann... seitdem ich das SZ bei mir im Namen abgelegt habe, ja, habe ich so meine Probleme mit dem SZ. Aber ein tolles Beispiel natürlich, wie ihr dann aber wirklich auf dem Punkt da wart und alle schon... Salzgitter ist eine großartige Antwort gewesen. Ja, ja. Das war eine saubere Teamleistung. Ja. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Vielen Dank, Herr Klussmann. Ein Jäger kann es auch mal wieder verlieren. Und mit diesen schönen Aussichten freuen wir uns auf morgen, wenn die Jagd wieder beginnt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.